Designtheorie ist das Modul, die ist die. Nee, blub, 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 schneiden, schneiden! Hallo, mein Name ist Markus Frenzel. Ich bin Professor für Design und Medientheorie an der Fakultät für Design. Was ist denn Designtheorie? Wie in jedem anderen Bereich auch, gibt es natürlich auch im Design eine wissenschaftliche Reflexion, eine inhaltliche Reflexion. Designtheorie ist letztlich das Nachdenken über die Spezifika unserer Disziplin, aber auch über unsere Disziplin selbst. Also in Design- und Kommunikationstheorie im ersten Semester geht es zum Beispiel darum, die großen Debatten, die großen Designdebatten der Moderne des 20. Jahrhunderts kennenzulernen. Ornamentdebatte, Funktionalismusdebatte, Semantic Turn, Theorie der Produktsprache und so weiter. Aber es geht auch darum, in den Diskurs zu kommen, in das Reden über Design zu kommen, also besser kennenzulernen, wie man Design beurteilen kann, wie man über Design sprechen kann und natürlich auch auf die Metaebene zu kommen und zu sagen, was kann Design als Disziplin leisten? Was möchte ich als junge Designerin oder junger Designer eigentlich für eine Rolle übernehmen in meiner beruflichen Zukunft? Was möchte ich gesellschaftlich leisten? Wo sehe ich meine Verantwortung und meine Aufgabe? Okay. Damit hast du meine anderen Fragen auch schon beantwortet, weil du gesprochen hast. Tut mir leid. Natürlich ist Design auch eine wissenschaftliche Disziplin. Design ist sehr angewandt und sehr praxisbezogen, aber natürlich auch eine Theorie. Gibt es da auch Theoriefächer? Ja? Es geht auch darum zu reflektieren. Es geht auch darum zu lesen. Es geht auch darum, Hausarbeiten mal zu schreiben, sich in bestimmte Denkrichtungen einzuarbeiten. Also das ist auch ein Studium und zu einem Studium gehört natürlich auch wissenschaftliches Arbeiten, gehört auch Lesen, gehört auch Einarbeiten, sich in die Inhalte einarbeiten und gehört natürlich ganz stark auch der Diskurs. Ich finde es ganz zentral, dass die Studierenden relativ früh lernen, über Design auch öffentlich zu sprechen, also sich auch vor die Gruppe zu stellen und einen Entwurf vorzustellen, ihn vielleicht auch zu verteidigen oder auch die eigene Kritik an einem Entwurf zu begründen. Wir fördern das recht früh, dass man wirklich auch in das, in das Sprechen kommt, in das Diskutieren über Design kommt und man merkt recht schnell, auch im ersten Semester, dass sich die Sprache der Studierenden auch wirklich verändert. Die werden kompetenter, die scheuen sich nicht, Fachbegriffe zu verwenden, die man am Anfang noch ganz komisch findet. Und das ist schön zu sehen, dass man auch so eine eigene Fachsprachlichkeit entwickelt. Alles klar, vielen Dank, das war super aufschlussreich. Sehr gerne, vielen Dank.